Hallo, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was ist eine Beglaubigung und was ist eine Apostille? Als öffentliche Notarin werde ich häufig gefragt, was denn genau eine Beglaubigung ist. Es gibt mehrere Varianten von Beglaubigungen. Die meisten kennen die beglaubigte Unterschrift. Möchte man einer Person eine Vollmacht erteilen oder die eigene Unterschrift beim Handelsregisteramt hinterlegen, so lässt man die eigene Unterschrift beglaubigen. Dazu bringt man die entsprechende Vollmacht oder das Formular zu einem öffentlichen Notar. Man nimmt einen Ausweis mit, entweder einen Reisepass oder eine Identitätskarte. Ein Führerausweis langt leider nicht. Vor Ort muss man dann das Dokument unterschreiben. Der öffentliche Notar bestätigt, dass genau diese Person mit der Reisepassnummer vor seinen Augen unterschrieben hat. So wird die Unterschrift bei Ämtern und Behörden anerkannt. Die weitere Beglaubigung ist die Beglaubigung einer Kopie. Möchte man eine Fortbildung machen oder ein Studium beginnen, so muss man häufig Zeugnisse einreichen. Diese möchte man selbstverständlich nicht im Original abgeben. Deshalb lässt man eine beglaubigte Kopie davon erstellen. Man bringt das Original bei einem öffentlichen Notar vorbei, der dann selbst eine Kopie erstellt. Auf dieser Kopie bestätigt er, dass diese genau dem Original entspricht. So kann man die kopierte Unterlage einreichen und muss nicht das Originalzeugnis schicken. Einige von Ihnen kennen auch einen beglaubigten Auszug, so etwa einen Handelsregisterauszug. Unterlagen, die bei Ämtern und Behörden im Original hinterlegt sind, können als Auszug beantragt werden. Dann bestätigt das Amt selber, dass dieser Auszug dem Original entspricht. Eine weitere Beglaubigung wäre die Beglaubigung eines Datums. Dies ist oft bei Urheberrechtsangelegenheiten wichtig. Dazu bringt die Person ein bestimmtes Dokument mit. Auf dem Dokument wird dann beglaubigt, an welchem Datum und von welcher Person dieses Dokument eingereicht worden ist. So kann man bestätigen, wer frühzeitiger Urheber dieses Dokumentes gewesen ist. Jetzt ist noch wichtig, wenn man solche Dokumente im Ausland einreicht, wird das ein oder andere Mal eine Apostille verlangt. Eine Apostille ist eine Überbeglaubigung. Hier wird bestätigt, dass der Notar in der Schweiz befugt ist, solche Beglaubigungen auch vorzunehmen. Mit dieser Überbeglaubigung können Sie im Ausland das Dokument einreichen und es wird anerkannt.